Come on, let's see what you got. Let me show you what I got from Boom. Ooh. Ach komm. Hast du es, wenn ich sowas mache? Out. Der weiß, was er macht. Ich hasse ihn. Können wir nicht auf die Nüsse gehen? Komm her, komm her, komm her. Mal gucken, ob das klappt. Okay, ein paar sind weg. Aber die meisten treffen. Jetzt muss er mir erstmal suchen. Perfekte Gelegenheit. Flieg mal nach oben, Dankeschön. Wie zum Deibel. Okay, der Attacke ist nicht so perfekt, wie ich dachte. Aber witzig genug ist, Piccolo war einer der ersten Charaktere, die ich auf Max gebracht habe. Beim ersten Mal spielen. Oh Gott. Das wird nichts. Boop. 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 Ach komm. Dann geht ihr 5 Meter vor mir die Key aus, ha? Stirb! Geht doch. Wimp. Hast du recht. Nein, hast du nicht. So, jetzt kämpfen wir noch gegen Super Boo. Und dann gegen Yamcha selbst. Also ich kann mir mehr Zuspielchen jetzt nicht sagen, ob sich der Gegner da groß ändert. Wenn man knirps oder wenn man einen großen nimmt. Ja. Na oh. Ich will den nicht. Sieh schwul aus, zieh deine. Na. Das ist einfach. Ist genau wie Blitzpfeil. Ja, es kommt hoch in die Luft. Beweg dich in die Luft. Weiter in die Luft. Na schön, du folgst danach. Was zieht mir viel ab? Der fängt sich nicht mal. Shit. Langweiler. Was ist einer seiner normalen Finisher leider. Deswegen kann ich da nichts viel tun. Geht doch. Okay, okay. Das läuft hier noch einigermaßen. Das läuft noch einigermaßen. Jetzt gegen Yamcha selbst. Ich bin mir echt nicht sicher, ob da Yamcha kommt oder vielleicht doch ein anderer. Was heißt Yamcha? Hölle, wirklich. I sure hope you're ready. I've had just about enough of you. Put him up. Ja, er hat immer große Klappe und wird ständig in Luft gejagt. Wirklich, ja. Yamcha ist einer, der wird am Anfang der Story nochmal wichtig, weil er abkratzt. Zwischendurch, weil er beinahe abkratzt. Und dann gar nicht mehr. Er ist der, der dann stirbt, wenn Carpador Platscher einsetzt.
echt aus. Oh. Ah, ich habe auch gehört. Okay, das hast du geschafft. Daneben. Warum lässt er sich davon treffen? Ich sollte das eigentlich gar nicht in Frage stellen. Hauptsache, jetzt trifft den Deppen. So, wenn ihr jetzt bitte aufhört, abzuhauen. Und dann trifft die Attacke auch ein bisschen. Ein bisschen. Flieg bitte nach oben in die Luft. Weg von der Wand. Ich wollte nicht taunten. Klasse. Da gemacht, Piccolo. Könnte der mit einem Finisher? Nö, er lässt sich von allen 18 Kugeln erwischen. So, und das war's. Piccolo gewinnt. Wimp. Jawohl. Ja, damit haben wir das letzte Turnier auch schon hergezeigt. Ich habe Wunderfunk erhalten und Fascher. Fascher Zwerfe. Hat man nicht. Manchmal bekommt man hier auch einen Dragon Ball raus. Aber es passiert halt bei Turnieren nicht so oft. Und ich weiß nicht, was es so auslöst. Okay, einmal können wir das noch machen. Mal gucken, wie ich kriege. Oh ja, Salsa! Oh Gott. Oh Gott. Nun, Salsa ist Mitglied in einem Sonderkommando, das Cooler unterliegt. Freezer hat Ginyu und Cooler hat keine Ahnung, wie es hieß, aber es bestand aus drei Leuten, aber sie haben nur Salsa reingetan. Der hat eigentlich auch noch gegen einige Leute gekämpft im Film Rache für Freezer. One of Cooler's pawns. No more out of you. Und ja, auch die mögen es, so komische Posen zu reißen. Mal abgesehen davon ist Salsa so eine schwuchtige Zauber. Und er beherrscht den Streufingerstrahl. Na komm. Mega Energiewelle. Aber wenigstens hat er einen gescheiten Energiewelle. Und ein Sprintfinisher. Und ein Wasserspulengriff. Gut, Zirkusangriff. Okay, das ging noch. Und der Gitchi 12 war deutlich schwuler. Aber ganz ehrlich, ich bin kein Fan von ihm. Das kann er. Okay, jetzt bin ich vielleicht doch ein Fan von ihm. Ich meine, hey, er kann Finisher-Schild, das ist doch was. Ich muss mich vom Freezer fernhalten, ich möchte nämlich auch seinen Super-Finisher herzeigen. Und dann ein bisschen Toast aus den anderen Gegnern machen. Oh oh. Er hat einen französischen Akzent bei, wo er ist. Sollte er schon alles erklären. Lange Wasser ist 100%. I don't think so. Gut, das ist eine Spezialattacke. Er kann eine Energieklinge aus seiner Hand machen. Habt ihr ihn wohl verstanden?
Ich habe Lord Cooler noch verstanden, mehr nicht. Klasse, gegen 22 Uhr, gegen Super 17, und zwar auch noch gegen Broly. Wenn ich eine positive Sache sagen darf, dann ist es die, dass kein Charakter doppelt vorkommt. Im Turnier. Okay, let's go. Wir kämpfen sogar am richtigen Ort hier. Na komm. Er kann nichts Besonderes, wirklich. Hat sogar eigentlich eine relativ lange Ladezeit wie seine Angriffe. Sprint Finisher! Aber also, warum Französisch? Wer hat Bier gesoffen? Oh, hallo, ganz viel Schaden. Na gut, Zeta wird aber eigentlich von Piccolo fertig gemacht. Eigentlich. You make me want to get to sleep. Oh ja, ich bin eigentlich auch müde. Trotzdem, das bringe ich auch zu Ende. Wahoo, Hildegard! Das ist ein Zufallsturnier, lass diesen Scheißer da raus. Ja, das kümmert ihn jetzt sehr wenig. Geh mir nicht auf ihn, das er. Okay, er kommt mir auch nicht hinterher. Oder auch wohl. So kann man den gut aufhalten. Zieht zwar nicht viel ab, aber. Meine Güte, es nervt. Trifft. Zieht trotzdem nicht viel ab. Ich kann den Sprint Finisher nicht einsetzen. Das ist nicht so. Das ist nicht gut. Ja, es ist ein Reflex. Ich weiß, dass unsere Reichweite trotzdem gehe ich nach unten. Arsch. Meine Güte. Ey. Wie schon gesagt, ja. Schwierigste Computerspieler weichen wegen jedem Scheiß aus. Okay, weil ich das jetzt abwerf. Das lässt dich treffen, Kompo. Und der lässt dich treffen. Das ist doch nett von ihm. Zielleine. Das will ich nicht so nah bei mir haben. Mit einem Boost zieht das auch mal was ab. Und so? Okay, wenn er ausreicht, nichts. Ey, komm! Aus, weg, 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 weg. Je mehr Angriffskraft ich habe, desto besser. Ich hasse die Kämpfe gegen Hildegard mit so schwachen Charakteren. Ich kann gegen nichts machen, wie ich Max-Power-Modus habe. Das sind die Kämpfe unnötig in Länge. Yay.
Na komm. Boah. This is the power of killers. Ja, nein. Oh hey, jetzt geht's gegen Metallkühler. Mal sehen, was er dann sagt. Vielleicht sagt er auch gar nichts. Ja, Metallkühler hat sie. Ich meine, Kühler hat sich jetzt nicht so wirklich auf irgendwas berufen hier. To think you would betray me. No more of you. Oh, er denkt, er betrügt ihn. Kühler ist schwul. Ja. Gegen Metakula habe ich jetzt nur ein Problem. Er ist ein Cyborg. By the way, Jim Forster hat letztens den Film zu Metal Cooler Bridge hochgeladen. Meine Güte. Der weiß aber gut aus. Naja, höchster Schwierigkeitsgrad verlangt es ja auch so. Also man kann bei diesem Randomizer-Turnier wirklich Glück oder Pech haben. Ich und mein Teil hatte das Gefühl, ich hatte beides. Explorer-Modus, dann ist er nämlich eigentlich auch schon erledigt. Und es ist Kurzstrecke, das heißt also... You thought you were strongest in the universe? Ja. Ist auch eine interessante Begegnung eigentlich. Ich habe die nie gehabt vorher. Weil ich nie mit Salsa spiele. Mit Metakula dagegen sehr wohl. Er ist nämlich eigentlich ganz nett in seinen Kombos. Er hat sehr viele schwere Finisher. You're nothing but the beak. Okay, come on. Was macht der True hier? Im Ernst, warum kämpfen wir hier? Meine Frage auch schon, warum kämpfen wir in der Hölle? Am True war da nie. Und tschüss, Amchu. Der Amchu sieht wieder genauso schwer gibt wie vorhin, ne? No. Mhm. Jetzt geht's. Oh, jetzt kommt gut. Danke, Amchu. Endlich mal zu was brauchbar. Gut, Schrecker und nicht aussagbar. Ja. Ach, Nachbild haben wir also, ja. Na gut, dann hast du halt Nachbild. Was soll's? Okay, das trifft er sehr zwangsweise. Ich bin sehr schlecht darin, diesen schnellen Schmutz auszuweichen. So, gezielt. Der ist echt schon viel zu lang hier. Komm her! Super Schwuchteltanz! Ach komm. Ein Super Schwuchteltanz mag aber nicht. Boah, ich wette, würden Ernsthaft und sich treffen, die würden eine Teamattacke entwickeln. Okay, warum ich mich davon treffen lassen? Ich würde da eigentlich ausweichen. Gott sei Dank hat das getroffen. Sehr schwer sich zu fangen, wenn man so viel AP verloren hat. Dann komm jetzt her. Ich will zu Ende bringen, Amchu. Hahaha.
This is the power of Killer's Armored Squad. Jo. Eigentlich zwei Kollegen, aber haben sie nicht reingetan. Die hatten drei Spiele lang Zeit, oder wenigstens zwei. Ah. Drei Sterne Dragon Ball, yay. Ja, und ich kann es da leider nicht bestimmen. Und was macht nichts. Gut, wären wir beim normalen Turnier, aber darauf pfeife ich. Wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Dragon Ball Z Ultima, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Und dann geht's in den ultimativen Kampf. Erst in den Sin Dragon und dann in Mission 100. Wir sehen uns.